Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es, wie man hier unschwer erkennen kann, um meine teuflischen Nachbarn in der VHS Tape Edition von der Firma Bannonblatt. Release-Datum werde ich euch jetzt nochmal ganz kurz einblenden. Und dieses Exemplar wurde mir freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt zur Präsentation. Und ja, da befinden sich jede Menge Extras auf der Disc, aber auch ein paar unangekündigte Extras beim Inhalt dieser Edition. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was denn darin alles enthalten wird. Zuvor einmal hier ganz kurz der Hinweis. Ich zeige euch das Ganze mal, dass hier so ein kleiner Aufkleber drauf ist. Und weil ich das nicht über Kopf lesen kann, mache ich das Ganze jetzt so. Ich lese es euch mal vor. Hinweis: Im Falle von Meine teuflischen Nachbarn empfehlen wir die Transportsicherung, der stylische anthrazitfarbene Schaumklotz nach Erhalt zu entfernen. Aufgrund der zusätzlichen Beilagen, in Klammern weißes Tütchen, weißes Tütchen oder Tütchen mit weißem Inhalt, wir werden es herausfinden, könnte dieser auf lange Sicht vereinzelt zu viel Druck auf die Disc ausüben. Also hier hat man sich noch Gedanken gemacht, dass man denn nicht die Disc kaputt macht, denn wenn zu viel Druck ausgeübt wird, könnte sich das Ganze verformen und dann nimmt der Player das nicht an. Finde ich cool, dass sowas als Hinweis vorher schon mal draufsteht. Und ihr wisst ja, Schutz ist wichtig und nicht auf den Schutz, ja, zulasten des Zuschauers dann hier darauf verzichtet wurde, weil man dann sagt, uns kann es egal sein, verkauft ist verkauft, nach mir die Sintflut. Also schon mal cool, okay. So, FSK-Ding und auch alles hier auf der Folie drauf. Schönes Design, gefällt mir gut. Und dann gucken wir uns das Ganze einmal an. So schaut das aus. Druck sehr gut, an den Seitenrändern wie immer die Abnutzungserscheinungen. Universal Logo, hier haben wir dann die Limitierungsnummer. Bisschen schwierig das Ganze einzufangen hier immer. Auf der Seite haben wir hier noch ein paar Hinweise. BRD, wie wir sehen können. Bannonblatt Logo und dann auch nochmal den Titel, Schriftzug. Andere Seite haben wir hier unten noch mal ein kleines Bildchen mit dabei. Und dann haben wir hier die Rückseite. So schaut das Ganze aus. Wir haben wie immer ein paar Szenenfotos. Wir haben hier auch den Hinweis, dass es einen Audiokommentar dazu gibt. Und der ist wirklich lustig. Den durfte ich im Vorfeld schon mal angucken. Und der macht definitiv sehr viel Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das Ganze mal reinzuziehen, wenn man denn Zeit hat. Und ganz unten wieder dann die Inhaltsangabe und natürlich auch die Credits und technischen Daten. So, haben wir das Ganze. Dann schauen wir mal, ob wir es rauskriegen. Jo, perfekt. Kann man eigentlich hier aufstellen. So, wunderbar. Dann haben wir wie immer hier die Kassette. So schaut das Ganze aus. Hologramm hier auf den Spulen drauf. Das Ganze ist hier tiefengeprägt, damit das Label schön Platz hat hier. Auch hier oben wieder diese Sonderprägungen. Die Seiten hier und hier. Und dann haben wir hier die Rückseite, die Spulen ebenfalls mit so einem Hologrammeffekt versehen. So, und hier dann wieder diese Prägung. Tape Edition. So, dann wollen wir es aber natürlich mal aufmachen. Und sind gespannt, was sich hier darin befindet. Den hier nehmen wir raus, wie uns empfohlen wurde, weil der Inhalt von dieser Seite hier drauf drückt. Wir haben hier ein Booklet, kein Poster. Das sehen wir uns gleich an. Doch, ein Poster haben wir auch noch dazu. Das sehen wir uns auch gleich an. Und hier haben wir noch ein weißes Tütchen. Oha, da sind wir natürlich auch gespannt drauf. Die Disc sieht ein bisschen anders aus als die letzten von den Tape Editions. Finde ich gut gemacht, weil dass sie eben diesen Deckel repräsentiert vom Mülleimer. Ach, das ist auf der anderen Seite, okay.
Schaut cool aus. Das kennen wir. So, dann lege ich mir das Ganze ja mal hier hin. Dann das Tütchen schauen wir uns nachher an. Ich würde sagen, dann gucken wir uns zuerst einmal das Poster an. Ist jetzt nur einseitig bedruckt. So schaut das Ganze aus. Das Kinoplakat. Früher war das ja noch auf der Rückseite nochmal drauf gedruckt mit diesen Abnutzungseffekten. Aber reicht auch so vollkommen, meiner Meinung nach. So, dann tun wir das Ganze mal wieder hier rein. Dann gehen wir hier rüber und schauen uns mal das Booklet an. Ich versuche mal ein bisschen ranzuzoomen. So, alles immer cool. Das haben wir uns ja gewünscht. Unsere Wünsche wurden erhört, dass es ein bisschen mehr Gimmicks gibt. Vor allem Booklets lieben wir ja am meisten von unseren Mediabooks her. Und dann haben wir hier eine extra Beilage des Zombies hier. Kleinausgabe sozusagen. Schaut doch echt prima aus. Sehr interessant. Wie immer schön gestaltet, abwechslungsreich und informativ. 21 Seiten, 22, 23, jo, 24. Super Sache, also kommt auch hier rein. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil hier. Was ist hier drin? Hier mal rausnehmen. Na. Ah. Ein paar Bilder haben wir hier noch. Jo. Schauen wir uns das Ganze mal an. Rückseite ist nichts dabei. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, okay, sieben, acht, neun, 10, nicht schlecht, sind echt ein paar coole Bilder auch mit dabei. 12, 13, 14, 15, ist ja geil. 17, irgendwie habe ich jetzt 17 gezählt, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Und was sind das? Oh, cool, da sind auch noch größere Bilder mit dabei. Jetzt können wir dann wieder rauszoomen. So. Können wir eigentlich so hinlegen dann. So. Okay. So, hier noch hinlegen. Und dann noch das hier. So, wunderbar. Also ihr seht es, kleine aber feine Überraschung hier mit dabei, nicht angekündigte sozusagen, finde ich aber geil. Und es ist genau das, was wir uns ja immer gewünscht haben, auch wenn man es eigentlich nicht braucht. Ihr wisst ja, brauchen ist aber besser als haben oder haben ist besser als brauchen, so rum. Und wir lieben ja Gimmicks, umso mehr, umso besser. Und ja, das wurde jetzt erhört hier. Wir haben ein Poster, wir haben ein Booklet. Wir haben ein paar Bildchen, also eigentlich alles mit dabei. Oder hättet ihr euch noch was anderes gewünscht, könnt es mir ja gerne unten in die Kommentare mit reinschreiben. Und ansonsten, ja, mache ich das zu, den lasse ich jetzt gleich hier draußen. Was soll der Quatsch? Ist ja nur eine Transportsicherung und hier zu Hause wird nicht damit rumgeschüttelt oder rumgerührt. Deswegen kann das Ganze auch so bleiben. Und ja, insgesamt eine sehr schöne Edition mit tollen Extras hier. Natürlich auch dabei, tolles Bonusmaterial und auch inhaltlich wurde hier ein bisschen mehr draufgelegt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zugucken und Servus!